Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 20. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind am Questgebäude, ist direkt neben unserem Hordengebäude. Sieht bei Tag eigentlich schon gar nicht schlecht aus, ne? Also ich bin echt gespannt. Wir machen jetzt eine Quest, dann bauen wir hier noch ein bisschen rum und dann kommt hoffentlich irgendwann die Horde. Ich habe Angst. So, dann starten wir mal. Schade, das gehört leider nicht dazu. So, wir müssen abholen. Es ist ein Stockwerk weiter oben. Lass Ruhe. Geht schon der erste an, weißt du. Wir haben keine 5 Sekunden hier. Keine 5 Sekunden, ohne dass hier gleich wieder einer rumbonkt. Ist hier irgendwas? Ist da der Halbi, oder? Lass Ruhe. Da ist einfach Ruhe. Hier ist schon mal nichts. Schade. Aber einfach... Wow, Alter! Gott, bin ich erschrocken. Alter, bin ich erschrocken. Schade. Wenn da jetzt ein Ranch drin gewesen wäre, wäre schon geil. Hier ist aber Zappenduscher hier. Hallo. Weil warum ist denn hier alles feral? Beim Fetti hat so einen riesen Kopf und trotzdem triffst du nicht hier. Alter, was ist denn hier los, ey? Der Wüterich, der Wüterich. Ranch, komm. Oh, nur eine Ranch! Nein, da wäre doch wusch gewesen. Was sind hier? Guck mal, von draußen. Haben die überhaupt dazugehört? Hab ich auch schon geschaut, ne? Zack. Ja. Alter, dein Ernst? Ist aber auch ganz schön ordentlich, ey. So, wie sieht's aus? Schizophren. So, dann gibt's erstmal ordentlich mit dem Knüppel eins zwischen die Pfanne. Zwischen die Eier. Zwischen die Hörner. So. Sind wir auch schon wieder durch hier. Zack. Toilette mal kurz angekrabbelt. Hier ist soweit nichts. Hier ist ohne Schmerz. Das bringt nur Stoff. Hier oben kannst du nie hoch. Aber trotzdem mal hochgucken. Vielleicht ist hier was an gescheitem Loot irgendwo. Zumindest ein bisschen Munition oder sowas. Wäre vielleicht nicht verkehrt, denke ich mal. Ist aber auch nichts los, ne? Da ist nur ein Topf, okay. Vielleicht ist hier eine Ranch drin? Ja, vielleicht auch nicht. Hätte ja mal sein können, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben, aber nein. Das Glück ist uns irgendwie nicht hold. Da gibt's Leder. Wie? Ist das doch nur eine Stoffcouch? Hi! Da kommen wir hin, wie soll ich da hinkommen? So lange Finger habe ich nicht. Was ist hier los? Entschuldigung, hör auf zu lachen. Das ist natürlich bitter für dich, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ein bisschen Mitleid. Aber auch nur ein bisschen. Ich sehe es kommen. Es ist hier noch ein ganz schön großes Gebäude. Hätte ich gedacht. War hier noch was? Ich glaube, ich ranch das weg. Es gibt Eisen. Gibt es Stahl? Nee, ich glaube, Eisen gibt es nur, ne? Oder gar nichts. Na toll, haben sie das wohl ein bisschen geändert. Schon wieder Hunger. Da hat er schon wieder Hunger. Ab! Der kleine Geier. Sehe ich schon wieder von unten seine...
Schon wieder geköpft. Jawohl. Ich brauche eine Wrench. Gibt's irgendwas? Das ist auf jeden Fall noch eine Küche. Aber ich guck noch mal ganz oben. Ne, das war hier, ne? Mal hier rein? Ne, hier ist verschlossen nämlich. Ne, wir müssen da lang. Und jetzt hier runter. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Ich kann es doch nicht ändern. Kann es doch nicht ändern. Ich habe auch Hunger. Voll Kohle. Ranch, Ranch, Ranch. Das ist wie Beetlejuice. Einfach lang genug rufen, vielleicht passiert da was. So, hier ist auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Leider nein, leider gar nicht. Was ist hier? Boah, es kann nicht sein, dass hier unten irgendwas ist. Nee. Ganz normalerweise, wenn der Hauptloot kommt, nichts irgendwie dafür. Ja, aber was, wo sollst du sonst hingehen? Muss ich jetzt da runter oder was? Hier kannst du noch rausspringen. Muss ich wahrscheinlich hier runter, ne? Ja, okay. Ich will alle ungehalten hier. So. Irgendwas Brauchbares? Nein. Nein. Wo stürmen die hier nicht gleich durch? Nischt. Nischt hier. Nischt hier in der Bude. Will er noch eine Ranch, Alter? Kein Wunder, war schon. Ah, hier. Der Alpha. Der Alpha ist da. Oh. Ist aber ungünstig. Ach, hier. Okay, jetzt erklärt sich das auch für mich. Hi, ciao. Ja, das ist jetzt doof, ne? Warte doch. Könnt doch drüber reden. Was ist denn jetzt? Warum kommt da, geht hier gar nichts mehr jetzt? Ah, ich muss hier runter. Ja, okay. Ich muss hier runter. Albi! Alle Wurst schaut. Lass es. Lass es, Albi. Wir sind doch Kumpels. Wir sind doch Kumpels, habe ich gedacht. So. Komm in der letzten. In der letzten. Was will ich denn mit diesen 80 Millionen Töpfen, Alter? Ich brauche eine Ranch. Eine Ranch. Ranch. Schon ein bisschen enttäuscht, ne, muss ich wirklich sagen. Ehrlich gedacht, ich krieg hier eine Ranch, ne? Hier sind noch zwei, komm. Ah, dann nicht. Dann leider nicht, was will ich machen? Bisschen Munition noch. Was haben wir hier noch Schönes? Ranchen. Was kosten die? Die kannst du auch verkaufen. Ranchen. Trinken. Benutzen. Zack. Hier noch was drin. Wir müssen noch einen Kochtopf. Scrappen. Scrappen. Schade Marmelade. Schade Marmelade, ey. Echt gehofft, dass hier jetzt noch was drin ist. Keine Ranch. Das heißt, wir können keine Werkbank bauen. Ah, scheiße. Und ich will jetzt meine Ranch dafür hergeben, ne? Ich will es einfach nicht. Trinken. So, komm. Haben wir hier noch ein Angebot. Zack, wird gescrapped. Und
Tür auf. Sehr geil. So, wo ist mein Bike? Genau auf der anderen Seite. Hier sind sie durchgekommen. Naja, genau. Och, Alter. Hier überladen. Leg mir am Arsch. Aber da können wir wenigstens das eine oder andere beim Händler noch abgeben. Lass mal kurz gucken. Der Brustpanzer ist schlechter als meiner. Dann können wir den verkaufen. Ich komme gar nicht mehr voran, ey. Oh, Junge. Ich renne. Ich glaube, wir müssen noch Holz besorgen. Da können wir unten alles voller Spikes machen. Das ist gar nicht doof, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine doofe Idee. Werde ich auf jeden Fall vor der Horde noch Holz besorgen. Unten alles voller Spikes machen. Noch ein bisschen die Haufen da unten wegmachen. Ja. Kann ich nämlich auch noch Nester looten mit Federn. Da können wir noch ein paar Pfeile machen. Dann mache ich. Ja, das bringt ja alles nichts. Mach mal so. Mach mal so. Weil so viel Munition haben wir nicht. Nehmen zwar die Bomben und alles mit und die Molotows, aber das wird nicht lang. Dann machen wir noch was ein bisschen mit Pfeil und Bogen. Jedenfalls ein bisschen voranhitten vielleicht. Aber warum es jetzt den Helm bei mir nicht anzeigt, verstehe ich nicht. Er hat mir die Tür offen gelassen vom Händler, ist ja wohl. Sodom und Gomorra hier schon wieder. Sodom und Gomorra. Komm, jetzt heul mal nicht rum. Nur weil du mal ein bisschen was trägst, ey. Stellt sich schon wieder an. Alter. Ist doch bloß 15 überladen. Na komm! Ein bisschen Treppe hoch, ey. Der tut gerade so, als ob er hier 3 Tonnen nach oben tragen muss. Warte mal kurz. Ich habe keinen Platz mehr. Kannst du haben. Davon kannst du welche haben. Das kannst du haben. Zwei kannst du haben. Das kannst du haben. Das ist nur eine blöde Sonnenbrille. Die bringt ein bisschen was. Bringt mir gerade eh nichts. Das eine kannst du hier haben. So eine. Ne. Ne, hat er nicht. Hat er nicht. Aber ich habe ja gesehen, du hast nichts, ne? Du hast nichts. Gar nichts. Niemals, nie, nichts, nie. Auch munitionsmäßig bringt mir das nichts. 9mm kann ich vielleicht ein bisschen kaufen. Ja, eine 4er Pistole, aber das ist. Schuss. Zack. So, das Bier kann ich ja noch verkaufen, Bräunert. Das Bier kann ich dir noch verkaufen. Genau. So, jetzt bin ich blank. Jetzt bin ich blank. Gib mir mal die 2 Schmerztabletten. Dann hast du noch irgendwelche Aufgaben für mich. Beseitige Zombies abholen und säubern. Begrabene Vorräte. Machen wir das hier. Einfach nur, damit wir es haben. So, da la. Wie haben wir jetzt? 12 Uhr. 12 Uhr. 12 Uhr, 12 Uhr, 12 Uhr. Müssen wir überhaupt hin? Dahinter. Ach komm, die machen wir noch. Die machen wir noch. Es wird dann wahrscheinlich wieder ziemlich knapp, so wie ich mich kenne. Aber das kriegen wir schon. Das kriegt man schon immer noch 7 überladen. Warum eigentlich? Könnte doch eigentlich auch. Ja. Einfach mal das Fahrrad einstecken. Scrappen, scrappen. Könnte auch einfach mal das Fahrrad hinstellen. Und einfach mal irgendwelchen Müll da reinschmeißen. Und dafür hat es ja Platz. Bin aber auch so unflexibel, ne? Ich denk da nie dran. Hat ja auch einen Kofferraum, das Ding. So. Mal gleich mal ein bisschen Holz hier mit. Ja, die 1er ist halt auch nicht so besonders, ne? Also ist die Ausdauer auf jeden Fall schon wieder mal ein bisschen besser, die Ausdauerregeneration. Haben wir eigentlich noch ein Level gemacht? Ja, wir haben ein Level gemacht.
Wir haben ein Level gemacht. Lass mal kurz gucken, dann hauen wir mal. Scheiße. Wir den Sex-Rex hochleveln, ja. Als nächstes brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Sex-Rex. Sexy-Rexy. So, Fahrer, du bleibst da stehen. Dann holt sich hier gleich mal den Baum noch weg. Also wir müssen abholen und säubern. Wie weit ist... Wegpunkt speichern. Drop. Den anderen Airdrop haben wir auch noch nicht geholt. Das wäre natürlich auch eine Idee. Statt der Quest jetzt noch die Airdrops holen. Weil vielleicht ist was drin. Na komm, wir holen mal die Airdrops. Komm, wir holen die Airdrops. Wir holen die Airdrops. Das ist keine 500 Meter. Wir holen mal. Warum haben wir eigentlich schon wieder Hunger? So, ab. Weiter. Noch ein. Weg. Ziehen wir uns noch einen Jucker rein. Und dann reiten wir los. So, dann halten wir auch gleich noch nach Nestern Ausschau. Wahrscheinlich finden wir jetzt keine. Weil sonst sind immer überall 20 Millionen gewesen. Und jetzt suchen wir Nester, weil er es gehört hat. Ein paar, okay. 10 Federn schon mal. Ist er schon mal besser wie 0. Hier ist Kohle. Da ist auch nochmal Kohle. Sehr gut. Kohle. Brauchen wir dann alles, wenn wir da eine Werkbank haben und eine Chemiestation. Chemiestation können wir schon bauen. Aber wir haben noch keinen Beaker gefunden. Nein, willst du mich rollen? Ist das direkt an dem Ding oder was? Das wäre natürlich... Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Wie... Na gut, es ist nebendran, dann geht's. Aber die hat früher mal geraucht. So, was haben wir denn hier im Angebot? Was ist denn das? Können wir Hopfensamen lernen? Und was ist das hier? Altrüstungspaket. Oh. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Das können wir auf jeden Fall schon mal tauschen. Die Beinchen können wir auch tauschen. Und dann können wir das hier verändern. Zack, zack. Verändern. Zack, zack. Tragen. Dann ist das wenigstens schon mal besser. Gut, die anderen zwei Sachen sind schlechter. Wir haben immer noch die Hose. Ja, wir laufen auch rum wie der letzte Zyklop, ne? Warum es den Helm nicht anzeigt, verstehe ich auch nicht. Warum es den nicht anzeigt, verstehe ich auch nicht. Und dann war da drüben noch ein Airdrop irgendwo, ne? Hi, servus. Bitte. Grüezi Gott. Ich hab keine Zeit. Was ist denn? Der kann weg. Ich glaube, den Airdrop haben wir nicht geholt. Oder haben wir den geholt das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Wir fahren auf jeden Fall mal zum Kreuz. Ne, siehst du, haben wir nicht geholt. Sehr gut. Ah. Okay, und der raucht auch. Muss ich nicht verstehen. Sehr gut. Okay, rüstungsmäßig hat er uns auf jeden Fall schon mal was gebracht, der Airdrop. Wir gehen mit frischer Rüstung an dieser ran, ohne Repair-Kits verschwendet zu haben. Was haben wir hier? Okay, kriegen wir jetzt hier so Kits oder was? Fernkampf-Mod-Paket. Okay. Okay. Zack. Dann für die AK. Zack, zack. Ja, nice. Ja, nicer, da ist er. Der ist schon mal besser wie nix, ne? Da ist mal gleich noch kaputte Kartoffel. Ist auf jeden Fall schon mal besser wie nix. Sehr geil. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Nester. Das ist für mich schon Walzen. Können wir auch gleich mal ein paar... Gerade ein Nest. Gerade mal ein paar Bäume noch mitmachen.
Ja, warte, also, okay, ein Airdrop-Zeug ist also... Okay. Also so Pakete jetzt mit drin. Finde ich nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Was auch Sinn machen würde, ist, wenn wir die Pistole auf jeden Fall mal reparieren. Hallo? Haben wir hier was Gescheites in der Tasche? Na, immerhin. Immerhin. So, Nester haben wir gesagt, brauchen wir immer noch, ne? Da waren so viele Nester vorhin. Gelegen. Und jetzt suchen wir die wieder. Und jetzt liegt hier wieder nichts rum, ne? So typisch. Das ist so typisch. So typisch. Wer kennt's auch? Wer kennt's auch an 7 Days? Das, was du nicht suchst, findest du en masse. Und das, was du suchst, nicht. Zum Beispiel so einen blöden Hammer. Haben wir jetzt genug? Findet man dauernd wieder. Was braucht man? Eine Ranch findet man nicht, ne? Da hinten steht er. Da hinten steht er. Ich sehe ihn. Aber der sieht uns gerade nicht. Na komm. Zwei Schläge noch. Noch ein Schlag. Ist der Baum auch drüber. Und los geht's. Wieder keine Nester, ne? Das ist echt gemein. Richtig gemein. So, was ich vergessen habe, ist... Job ist auch weg. Bunker habe ich geschrieben. Auch geil. Ein Bunker. Da ist noch Nitrat. Ist auch gut. 40 Holz brauchen wir. Das ist sehr nice. So, dann markieren wir Wegpunkt Nitrat. Machen gleich noch einen Baum weg. Doch, aber die Airdrops sind gut. Gefällt mir. Mir gefällt das, wenn das... Ja, doch. Wenn das in so Paketen ist. Die Pakete finde ich echt gut. Nice. Oh. Das Näsel juckt. Zieh dir noch einen Kaffee, Junge. Zieh dir noch einen Kaffee. So, wir haben schon 16 Uhr. Scheibenhunde, ja. Das wird echt eine üble Geschichte, sag ich euch, wie es ist, ne? 52, ja. Ist schon mal okay. Ich finde hier keine Nester mehr, ne? Kann ich schon wieder ausflippen. Das gibt's doch nicht. Das ist so für den Arsch, echt. Das ist so für den Arsch. Gibt es nicht. Hier schon? Ne. Ist zum verrückt werden, ne? Ist echt zum verrückt werden. Machen wir noch einen Baum. Ja, für die Quest. Ne, für die Quest haben wir keine Zeit mehr. Ich würde jetzt nochmal zum Händler fahren. Dann nochmal den restlichen Kladderadatsch verkaufen. Ja, genau. Wir haben noch keine Zeit. Ja, ist egal. Den restlichen Kladderadatsch verkaufen im Händler. Und dann die Hordenbase vorbereiten. War ich an dem Auto schon? Ne. Und dann die Hordenbase vorbereiten, weil... Wird sonst eine enge Geschichte. Das wird eine enge Geschichte. Und dann ist er eigentlich schon, wenn ich so überlege, in der nächsten Folge schon Horde. Nee, bringt nichts. Wenn wir danach... Ich bereite die Horde-Base vor. Wenn die Horde-Base vorbereitet ist und wir noch genug Zeit haben, dann können wir drüber nachdenken. Da war ein Mist. Dann können wir... Das habe ich wahrscheinlich schon gelootet. Nein. Können wir drüber nachdenken, ob wir vielleicht noch die Quest machen wollen. Wobei es für mich dann eher... Ja, wahrscheinlich keinen Sinn machen würde. Geh doch von dem Fahrrad weg, Junge. Händler, Heim, Horde Base und dann gucken. Ja, Händler, Heim, Horde Base und dann schauen wir mal. Aber dann ist die Zeit schon um. Wollen wir gar nicht drüber reden, dann ist die Zeit schon... Ich kaufe jetzt noch ein bisschen Munition beim Handy. Ja, ein bisschen Munition noch und dann war's das. Oh,
Ausdauer. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Schreib mir den an, ich hab selber Geld. So, pass auf. Den kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Warum willst du das nicht? Bin jetzt nicht okay, ne? Bin ich jetzt wirklich nicht okay von dir? Den kleineren Dutch kannst du haben. Mit das Papier haben. Kannst du auch erstmal haben. Ach, du willst das nur in 10er, natürlich. Da kannst du auch erstmal ein bisschen was haben. Ne, die kriegst du nicht. Pass auf. Dann gib mir doch nochmal. Wo waren die Pistolenmunition da? Langt das? Langt nicht. ...48 Schuss. Ja. Das war's. Hau rein. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Oh, jetzt wird schon langsam echt dunkel, ne? So, komm her. Dann... auf nach Hause. Auf nach Hause. Eigentlich schon mal... Steinpfeile. Mal schon mal in die Pipeline reinlegen. 1701, jawohl. Beste Zahl. So, komm. Kurz. Oh, Wanderhorde, sehr schön. Eine Wanderhorde direkt bei uns an der Quest, das ist natürlich auch geil. Als ob das keine Absicht ist, weißt du? So ein Zufall. Los. Komm. Gib Gummi. Oh, dieses Fahrrad. Dieses Fahrrad, das ist... Oh, hat echt der Feind geschickt, ne? So, rein mit dir. Zack. So, rein. Dann... Eisen einschmelzen, dich einschmelzen. Du kommst hier rein. Die brauchen wir, das brauchen wir. Essenstechnisch, wie sieht's hier aus? Gib mir mal das, das und das. Mal gucken, ob hier dann irgendwas bei rumkommt. Vom Essen her, Speck mit Eiern einmal. Dann noch einmal ein Maisbrot. Und gekochtes Fleisch. Ja. Dann das hier und das hier. Kaffee kommt auch mit hoch. Kartoffeln. Der Käse kommt auch hoch. Das kommt hoch. Das, das. Wird hier noch ordentlich gegessen. Du kommst weg. Den Yucca-Saft lassen wir mal. Dann Eisenwaren. Komm. Lass mal 2 Stück da. 3 Stück, ja. Materialmäßig kann eigentlich alles weg. 3 Repair-Kits. Wir könnten eigentlich nochmal 2 bauen. Munition, du kannst weg. Da haben wir nichts mehr. Die 2 werden mitgenommen. Baustoffe. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, das Blödsinn. Hier ist noch ein Samen. Warum auch immer ich den jetzt hier reinschmeiße. Leere Flaschen. Dann Repair Kits. Eisenwaren, du kannst weg. Repair. Da ist nix. Da ist auch nix. Komm, ich nehme nochmal. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ich nehme nochmal 2 mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall dich mit. Dich mit. Dich mit. Ansonsten. Schaufel brauchen wir erstmal keine. Messer an sich braucht man nicht. Ranch braucht man erstmal nicht. Den Rest. Auch noch einen Bogen, ne? Einen Bogen. Primitiver Bogen brauchen wir. Kriegen wir oben. Das war's, oder?
Das war's. Das war's. Geschossspitzen. Patronenhülsen. Hier nehmen wir noch was zu essen mit. Ja, das war's. Aufwerten brauchen wir erstmal nichts. Für was wollen wir aufwerten? Das Ding hat 5000, das passt schon. So. Dann würde ich fast vorschlagen, wir machen hier Schluss für die Folge. Ich fahre zur Hordenbase in die falsche Richtung. Ich fahre zur Hordenbase, bereite die vor. Und dann sehen wir uns direkt zur Horde in der nächsten Folge. Würde ich sagen, dass wir das so machen. Ja, ne? Gut, dann danke ich euch herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Euer MobSMP. Ciao.